ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir mal wieder eine Death Run Map und zwar Rainbow Easy Obby 75 Stages, nicht 65, 75 sind es. Und ja, wir werden uns anschauen, wie die Map aufgebaut ist, ob sie farbenfroh ist oder eintönig in ein, zwei Farben gehalten ist. Es soll XP geben für den Season Pass. Natürlich werden wir uns anschauen, wie hoch diese sind, ob es sich rentiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Ob es Secrets gibt oder nicht. Wir werden uns anschauen, wie schwer die Map ist, ob sie einfach normal hart ist. Und jetzt bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich eben warte, dass die Map startet. Mapcode gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Die Map ist von dem Creator Stealth. Von dem haben wir ja schon einige gespielt. Tatsächlich, die da haben wir gespielt, auf jeden Fall. Die auch. Oder? Die haben wir auf jeden Fall gespielt. Bei der bin ich mir nicht ganz sicher. Und ja, wir sind halt schon drin. Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten und ja, dann rennen wir mal los. Söhchen. Geht noch nicht weiter. Ey, das ist fies. So, 75 Level dürften eigentlich gar nicht so viele XP sein, tatsächlich. Oh, okay. Hier sieht man schon mal ein bisschen was. Sie ist auf jeden Fall farbenfroh. Und wir können losrennen. Schön. Ist reinst... Alter, was? Wie viel XP? Okay. Sie ist auf jeden Fall farbenfroh über mehr gehalten. Okay, XP. Wenn das jetzt so bleibt mit den XP, dann bin ich tot. Dann ist das tatsächlich Oha-Baba-mäßig. Oh, das mag ich überhaupt nicht, diese kleinen Boppelchen. Es scheint tatsächlich mit den XP so zu bleiben. Ja, dann würde ich sagen, Level Up im Season Pass ist auf jeden Fall gegeben. Das war mir klar, dass ich da sterbe. Aber 500 noch was EP für den Season Pass pro Checkpoint ist meiner Meinung nach tatsächlich auch ein bisschen übertrieben. Das sind 10.000 bei 20 Leveln. Bei 10 Leveln sind es 5.000. 25.000 bei 50 Leveln. Ja, wenn es jetzt hier auch noch für die Spielzeit XP gibt, dann ist hier auf jeden Fall ein Level Up safe. Weil man ja bekanntlich für ein Level Up nur 80.000 braucht. Und wenn man das Ziel erreicht hat und es da auch nochmal Bonus XP gibt, naja, dann ist das eine Level Up Map auf jeden Fall. So, bis jetzt sind die Sprünge noch recht einfach. Außer, dass ich am Anfang einmal, ja, verkackt habe. Aber es scheint mit den Leveln tatsächlich so zu bleiben. Mit den Leveln, mit den XP. Naja, dann steht dem Level Up ja nichts mehr im Wege hier. Kann ich? Ich kann auch über die Ecken rennen, das ist nice.
Oh, bis jetzt noch keinen einzigen Sprintsprung gehabt. Das ist auch gut. Kann man überhaupt sprinten? Ja, man kann sprinten. Klettern haben wir ja schon mal am Anfang gesehen. Das geht auch. Mhm. Nein! Jetzt, ja, jetzt hätte ich fast verkackt. Haha, hab's aber doch nicht gemacht. Okay, das ist halt chillig hier, wenn man einfach so rüberrennen kann, wenn die, die Fallen bzw. die Blöcke, wo man nicht drauf darf, etwas niedriger gelegen sind als die, wo man drauf darf. Und da oben an der Anzeige, es wird ja ab und zu mal für die täglichen Aufgaben angezeigt, verdiene 20.000 EP für den, ja, als Aufgabe. Die haben wir ja schon fast erledigt. Wenn man es so nimmt. Das ist ja mal voll chillig. Können wir gleich noch eine tägliche Aufgabe erledigen. Das ist nice. So. Also ja, die Sprünge sind recht easy und einfach. Also die Map fällt tatsächlich unter einfach. Wenn nicht sogar für Anfänger. Das war knapp. Oh nein. Okay, wir haben jetzt schon mal 20.000 EP verdient, wie ihr gesehen habt. Ich krieg da gleich noch mal ein bisschen was dazu. Also meinem Level Up steht nichts im Wege. Nein. Oh, ich mag das nicht, weil man hier die... Scheiße. Weil man die Hitbox dieser Kugeln einfach nicht erkennt. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendeine Möglichkeit gibt, die Hitbox anzuzeigen. Dass man ungefähr weiß, wo man drauf landen muss. Okay, das hätte schwieriger sein können. Hier hätte man tatsächlich das Eis so einbauen können, dass man runterrutschen könnte. Das wäre sehr interessant gewesen. Oh mein Gott. Ohne zu sterben geschafft. Hier hätte man auch so einen Slide-Effekt einbauen können. So, das ist Level Up. Komm, gib's mir. Nein, immer noch nicht. Schweinerei. Und diese Halbkugeln genauso. Wenn du einmal falsch landest oder abspringst, rutschst du einfach runter. Nein. Oh, Schwein gehabt. So, was haben wir hier? So. Also farbenfroh ist auf jeden Fall, das kann ich nicht leugnen. Bewegliche Teile gibt es auch, das ist immer wieder geil. Hatten wir ja bis jetzt schon auf sehr vielen Maps, wobei ich sagen muss, bei einigen Maps ist das dann tatsächlich einfach zu schnell eingestellt oder... ja, nicht richtig kalibriert. Aber ich kann mir gut vorstellen, da es nur eine 75-Level-Map ist, dass das eventuell eine der ersten Maps ist, die Stealth hergestellt hat. Weil es ist wirklich einfach nur eine, ja, ein Ozean mit bunten Bauelementen. Aber das wiederum macht's auch so geil, weil die einfach so chillig ist. Immer noch kein Level Up. Mann, Mann, Mann. Jetzt muss es doch aber mal kommen hier. Und das ist als Würfel, Viereck, Quadrat, wie auch immer. Na, nicht Würfel. Das ist Level Up. Nice, nice. Das ist als Viereck oder Quadrat. Ich weiß nicht, was gibt es noch? Quader? War das das, was nicht gleichschenklige Linien hat? Ausgerichtet. Da kann man sogar gucken, oh, da erwartet uns noch ein bisschen was. Wir haben also die 75 Level noch nicht ganz durch. Eine Anzeige wäre geil, bei wie viel Level man gerade aktuell schon ist. Also, wenn hier so eine kleine Zahl draufsteht, wäre das richtig geil.
dass das zum Beispiel Checkpoint 30 ist oder so. Wäre eine kleine Hilfe für die, die nicht ganz durchblicken, wie weit sie schon sind. Oder wie viel noch kommt. Und eine Sprunghilfe wäre auch geil. Nein, Kappa. Irgendwie wollte Eivor nicht mehr springen. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt. Genau. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Oh, nur noch 390 EP. Schade. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob da irgendwas ist, was dafür sorgt, dass man runterplumpst. Also, dass es verschwindet. Deswegen einfach mal quer rüber gesprungen. Ich zeige euch ja auch, wie man hier einiges abkürzen kann. Wie man sieht, ich lasse gerne mal ein paar Sprünge aus. Das ist ja auch Hauptaufgabe von mir, zu zeigen, dass man Maps eventuell ein bisschen, oder nicht Maps, sondern dass man da einige Sprünge umgehen kann, um schneller, einfacher voranzukommen. Und wir sind am Ende. Und Bonus XP? Ja, 14.000. Holy moly. Wir sind durch mit der Map. Schneller als gedacht. Also, ja, gut. Was soll ich sagen zur Map? Sie ist schlicht und ergreifend geil. Einfach XP sind Baba-mäßig. Meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen zu hoch. Also zum Anfang 500 EP könnten locker auf 300 gedrosselt werden. Das wäre nicht das Problem. Ich würde sie trotzdem mehrfach spielen. Die Map ist auch was für blutige Anfänger. Wie oft bin ich gestorben? Sieht man das? Okay, das ist neu anscheinend. Ich bin 4-mal gestorben bei 75 Level. Ja, ist ein gutes Ergebnis für mich. Jo, farmfroh ist er. Auf jeden Fall. Leicht ist er. Also, ich kann die Map nur weiterempfehlen. Die kriegt von mir auch tatsächlich einen Daumen nach oben. Und ja, wenn euch die Map gefallen hat, wenn ihr es spielen wollt, Mapcode in der Videobeschreibung. Ansonsten zeigt es mir, wenn es euch gefallen hat, mit einem Daumen nach oben. Lasst gerne Kommentare da. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, I love it, the fire.